Herr Verteidigungsminister, heute zu Besuch im Ländle in Vorarlberg. Wir sind gerade hier in der Weigerkaserne in Blut Esch. Sie haben sich gerade das Ausbildungsprogramm angesehen, auch die Gebäude. Warum sind Sie denn heute ins Ländle gekommen? Ich komme in alle Bundesländer. Ich möchte mir ein Bild vor Ort machen. Entgegen so mancher Meinung bin ich sehr oft bei der Truppe, auch im Ausland, aber auch natürlich im Inland. Und mir war es einfach wichtig, mir hier auch ein Bild zu machen, wie das Bundesheer in Vorarlberg aufgestellt ist. Und ich kann nur sagen, es ist gut aufgestellt. Es ist wie mein Heimatbundesland Burgenland ein kleines Bundesland. Wir halten Österreich zusammen, quasi mit Klammer. Aber ich bin hier von der Isar-Wallgau-Kaserne durchaus angetan, weil es eine der modernsten Kasernen Österreichs ist. Und Vorarlberg ist auch nicht betroffen von irgendwelchen Sparmaßnahmen, Schließungsmaßnahmen, Personaleinsparungsmaßnahmen. Also wir sind hier sehr gut aufgestellt und das beruhigt mich. Das heißt, kann man sagen, ist das mal ein positiver Besuch, weil es sieht ja nicht in ganz Österreich so rosig aus. Es gibt viele Kasernen, die in schlechtem Zustand sind, die Sanierungsbedarf haben. Es gibt nach wie vor große Diskussionen um das Heeresbudget, um die Ausrüstung der Truppe. Kann man sagen, das tut als Minister auch mal gut, wenn man in ein Bundesland kommt, wo es noch halbes gut oder gut aussieht? Das tut gut, das muss man ganz offen sagen. Ich war selbst als Oppositionspolitiker ein Kritiker von Schließprogrammen beim österreichischen Bundesheer. Mittlerweile habe ich gesehen, dass die Ergebnisse der Bundesheerreformkommission ernst zu nehmen sind und wichtig sind. Wir haben eben einen Reformbedarf, indem wir 37% unserer Liegenschaften schließen müssen und indem wir auch Personal abbauen über die Jahre. Aber es ist immer eine Gratwanderung, mit Augenmaß sparen, aber auch mit Augenmaß investieren. Und hier in Vorarlberg passt es an und für sich. Natürlich ist die Kleinheit des Landes hier auch ein Vorteil, aber es ist sehr straff geführt. Dieses Jägerbataillon 23 ist hervorragend geführt und auch das Militärkommando Vorarlberg ist hervorragend geführt. Aber auf Ihre Frage zurückkommend, ja, es tut gut, in so einem Bundesland einmal einen Truppenbesuch zu absolvieren. Jetzt gab es heute auch Gespräche mit dem Brigadier, mit den führenden Militärs hier im Land. In den letzten Wochen gab es auch von deren Seite oftmals Kritik am Budget. Gab es da auch einige etwas schärfere Worte in Ihre Richtung, beziehungsweise einige Vorschläge oder Forderungen auch? Man kann über alles diskutieren, wenn man genügend Geld hat. Wir haben derzeit ein Wirtschaftswachstum minus von 4%. Prognostiziert für Österreich. Das heißt, dass alle sparen müssen, auch das österreichische Bundesheer. Und dazu stehe ich auch, auch wenn es einigen Offizieren, jetzt nicht in Vorarlberg, sondern österreichweit, natürlich schwerfällt, das zu akzeptieren. Das ist auch logisch. Sie versuchen ja, das Beste für das Bundesheer herauszuholen. Aber in Anbetracht der gesamten Situation in Österreich ist es einfach notwendig, ein notwendiger Schritt. Und es wurde diese Sache heute nicht angesprochen, denn wir haben eine Budgeterweiterung von 2,04 Milliarden Euro auf 2,1 Milliarden Euro, also insgesamt 72 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Und das muss in Zeiten, wo Sparen angesagt ist, durchaus auch als positives Zeichen in Richtung Bejahung der Landesverteidigung in Österreich gesehen werden. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher das auch so sieht.